So, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf und Bergmann. Ich bin Hagen Wolf und ich weiß, dass der Kollege neben mir sagen wird. Und natürlich bin ich dann Werner Bergmann. Ja, mein Name Werner Bergmann. Herr Wolf hat es jetzt schon ausgiebig erläutert, warum ich das bin. Weil wenn eine Sendung Wolf und Bergmann heißt, bedeutet das, der eine ist Wolf, der andere ist Bergmann. So setzt sich so etwas zusammen. Ja, heute, wir haben jetzt keine Idioten als ZuhörerInnen. Nein, natürlich nicht. Übrigens herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder, denn heute am 11. März, an diesem Montag, an dem wir das zum ersten Mal ins Netz stellen, haben unter anderem Matthias Schweighöfer und Nina Hagen Geburtstag. Und natürlich sicherlich Millionen unserer Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, alle drei. Irgendwer wird schon. Und damit sind wir auch schon bei den Tagen. Heute die Tage, es ist ja Montag. Montags kommt dieser Podcast immer raus. Montags ist aber auch der Tag, wo die meisten mal wieder arbeiten müssen. Mhm. Jedenfalls viele von ihnen. Und da, komischerweise heute beschäftigen sich alle Tage des Tages irgendwie mit Arbeit. Und zwar unter anderem ist heute Tag des Nickerchen am Arbeitsplatz. Tag des Nickerchens am Arbeitsplatz? Tag des Nickerchens am Arbeitsplatz. Ja. Also schlafen. Ja, okay. Nicht wahr? Also ich muss sagen, ganz ehrlich, Nickerchen am Arbeitsplatz, erstmal die Frage an dich. Hast du das schon mal gemacht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ich bitte dich. Also ich glaube, jeden, den du fragst, wird erstmal sagen, nö. Natürlich. Aber dann so anonym. Ja, und so. Mein Gott. Also ich muss sagen, ja, ich hatte auch schon mal Phasen, wo ich dachte, müde war, so ein Sekundenschlaf. Und ich muss sagen, es gibt Unterschiede im Sekundenschlaf, also in der Wertigkeit. Wenn ein Beamter einen Sekundenschlaf macht, ist das bei ihm Teil des normalen Arbeitsablaufs. Macht das ein Lastwagenfahrer? Ist es doof. Ist es schlechter? Ja, richtig. Ne? Ja. Also da muss man schon Wertigkeit machen. Ja. Dachdecker oben auf dem Dach, wenn er gerade am Arbeiten ist, kurz einen Mittagsschlaf zu machen, gefährlich. Ja. Nicht wahr? Einer wie ich im Büro. Na, ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja einen Job, also man hat dir ja einen Job gegeben, wo du so wenig wie möglich anstellen kannst. Ja, erstmal das. Ja. Und ich hatte kaum menschlichen Kontakt. Ja, wohlweislich. Was auch bedeutet, ich konnte schlafen, ich konnte schnarchen, ohne dass es wer mitkriegt. Ja. Ich habe dann immer, Gott sei Dank, einen Kollegen immer gekriegt, der immer gesagt hat, guck bitte immer so kurz vor Feierabend, ich habe ja nur halbtags gearbeitet, guck mal rein, ob ich noch da bin. Ob ich noch lebt. Nicht, dass ich da irgendwo, ist auch eine Gefahr, du liegst im Lager und irgendwann kommt einer und sagt mich, bei Werner riecht es aber so. Du hast ja einen Job gehabt, was man heute eigentlich nur auf Behörden vorfindet. Ja. Man schleppt dich so durch. Das ist richtig. Und ich habe im Lager gearbeitet. Und du hast im Lager gearbeitet. Das ist, das ist schon eine Kunst. Als Beamter wirklich durchgeschleppt zu werden, das ist nicht so schwer. Aber als Lagerist durchgeschleppt zu werden, das erfordert einiges. Ja. Das ist eine Kreativität. Ja. Übrigens, die wichtigste Tätigkeit ist auch heute ein Tag. Füll unseren Tacker-Auftrag. Das wäre was für dich gewesen. Das war eine schwere Aufgabe. Ja. Erstmal die Zeug herholen, füllen und so. Ja. Ist ja wie eine Waffe. Ja. Du musst ja erstmal wissen, wie du die Dinger aufmachst und so. Ja, stimmt. Aber eins habe ich festgestellt, eigentlich ist das ein sinnvoller Tag. Weil man sollte den sogar irgendwann in der Woche einen regelmäßigen Rhythmus. Weil meistens, wenn du einen Tacker brauchst, dann ist er leer. Du kommst hin, wer hat das Ding leer gemacht? Und nicht aufgefüllt. Und nicht aufgefüllt. Ja. Ist ärgerlich. Deshalb regelmäßig gucken, freut sich der Kollege. Aber Tacker gibt es ja heute kaum noch. Im Zeitalter der digitalen Medien, der digitalen Übermittlung von Post und sowas weiter, wer tackert noch was zusammen? Während in 99% der Verwaltung heute noch ein Faxgerät steht, bist du der Meinung, es braucht keinen Tacker mehr. Okay, hast vielleicht recht. So, dann ist heute Welttag der Rohrleitung. Der Rohrleitung? Der Rohrleitung. Auch das sollte man ab und zu mal durchpusten lassen. Ja. Einfach mal nachgucken. Wenn es mal ruppelt, ist es zu spät. Ja, das stimmt. Das heißt, ich verstehe natürlich nicht, warum es Welttag der Rohrleitung ist. Müsste das nicht Welttag des Klempners oder so sein? Warum gerade der Leitung? Was soll ich dann mal? Soll ich die feiern? Soll ich hingehen und einmal durchpusten? Aber es ist so. Heute Welttag sogar. Es ist nicht einfach nur Amerika, es ist ein Welttag. Okay. Nicht wahr? Hast du heute deine Rohrleitung schon gefeiert? Ja, natürlich. Schon mal ordentlich durchgepustet. Machst du es selbst? Ja, ja. Dann ist heute auch nochmal Verehre dein Werkzeugtag. Nee. Passt dazu. Echt? Verehre dein Werkzeugtag. Aber ich muss sagen, es gibt wirklich auch da Unterschiede. Es gibt den Handwerker, der kommt mit so einer Tasche, macht die auf, findet sofort, was er braucht und sortiert das genau. Da ist alles genau A, B, C, alles ordentlich und muss auch immer alles. Und wie ein Lehrling packt das nicht wieder richtig da weg. Ja, die richtige Oh, das wird eine Stunde lang, der musste eine Sonderarbeit machen und schreiben und so. Und dann gibt es den Handwerker, der nimmt
Ey, mir fehlt ein... Geh mal zum Chef. Ich brauche eine neue Pumpenwasserzange. Ist nicht mehr da. Und schmeiß alles, wie es kommt, rein. Schrauben, ja. Paar Tampons der Ehefrau, ja, Butterbrot, ja. Stulle, alles ist da drin. Ja. Und du als, dann gehst du da hin und dann ist das so wie so ein schwarzes Loch. Ja. Und machst auf und sagst, so, jetzt hol mir mal bitte den Schraubenschlüssel. Oh mein Gott. Du hast ja jetzt die Tage aufgezählt. Ja. Ja. Irgendwas mit Handwerker zu tun. Alles. Und weißt du was, ich wusste genau, dass das kommt von dir. Du hast einen Handwerkerquiz. Ich habe einen Handwerkerquiz, weil ich A weiß, das kam von dir und ich weiß, du hast zwei linke Hände. Ja. Also alles, was mit Handwerker und du zu tun hat, geht nicht. Nein, das stimmt. Das widerspricht sich nicht irgendwie. Was übrigens besonders für meinen Vater immer schwierig war. Ja, weil der Vater, war ja der eine der größten Handwerker der Region. Absolut, ja. Er war Handwerkermeister ja. Und auch wirklich, also und, gelebt, die ja. Beruf. Und er hat alles versucht, mich da reinzuziehen. Ja, ich weiß. Also nicht genug. Ja. Es hat nicht ja. geklappt. Ja. Aber ich will nicht sagen, er hat es nicht wenigstens versucht. Ja, er hat es lange versucht. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ich für alles geeignet bin, nur nicht für handwerkliche Berufe. Ja. Also ich habe schon gesagt, wenn ich noch mal eine Frau finden sollte, ja. Die dürfte nicht von der Voraussetzung ausgehen, dass ich als Mann handwerklich begabt bin. Ja, ja. Das ist eine der No-Go. Ich glaube, die sollten davon ausgehen, dass du nirgendwo begabt bist. Das wäre die beste Voraussetzung. Ja. Also da kann ich sie jedenfalls nicht enttäuschen. Ja. Du warst früher ja die Hoffnung der Familie praktisch. Ja, ja. Die hat sich aber ganz schnell zerschlagen. Ja. Ich glaube schon bei der Geburt hat meine Mutter, also mein Vater auf jeden Fall, der hat noch geguckt und gesagt, na, vielleicht mache ich noch was draus. Ja. Aber meine Mutter... Hat die schon aufgegeben. Mütter, die hat mich aufgegeben. Ja. Die hat mich aufgegeben. Die hat gesagt, Oma, hier, nimm du den. Ja. Okay, also Handwerker-Quiz, ja, okay. Ja, ja. Auch wenn es dir nicht passt. Deswegen doch, auch bei einfachen Fragen. Ja, ja, für einfache Fragen bin ich immer zu haben. Ja, ich weiß. Wann hat die Menschheit zum ersten Mal Werkzeuge hergestellt? A, vor 2,4 Millionen Jahren oder vor 300.000 Jahren? Naja, nicht vor 2,5 Millionen, da gab es, glaube ich, noch gar keine Menschheit. Ich schätze mal vor 300.000. Ja, vor 2,4 Millionen Jahren. Da gab es auch keine Menschen. Entschuldige bitte, Herr Bergmann, die Wissenschaft ist sich inzwischen einig, dass es da schon Menschen gab. Also es ist schon ein Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da ist eine Möwe, die nimmt einen Stock, um damit einen Stein umzudrehen. Dann habe ich noch kein Werkzeug entwickelt. Dann habe ich einen Stock, der einen Stein umgedreht. Ja. Zufällig. Nein, das kannst du doch gesagt. Der Homo Rudolfenis war das. Ja, natürlich. Ja. Auch Rudolf. Rudolf, ja. Der hat das erste Mal ein Werkzeug hergestellt. Was für ein Werkzeug? Was ist ein Engländer? Ein Engländer? Ah, eine dünne Säge oder ein spezieller Schraubenschlüssel. Ein spezieller Schraubenschlüssel. Ja, Herr Bergmann, genau. Richtig. Welches Werkzeug wurde nach dem Körperteil eines Tieres benannt? Schwanz. Ja, Fuchsschwanz oder die Kuhzunge? Fuchsschwanz. Das ist immer noch ein bisschen einfach, ja? Das ist eine Säge. Wer ist der Schutzpatron der Handwerker? Ich nicht. Der heilige Fidelis von Sigmaringen oder Josef von Nazareth? Ja, Josef von Nazareth, weil der war Handwerker. Ja, richtig. Ja, ja. Der war Handwerker. Gut, geht schnell, ja? Mhm. Ein anderer Name für Wasserwaage. Flüssigkeitswaage oder Richtwaage? Richtwaage, würde ja, ich sagen. Weiter so, Herr Bergmann. Aha. Gut so. Pünktlich wie die Maurer. Ist gelogen. Der hat seinen Ursprung darin, dass die Maurer immer pünktlich anfangen oder hat seinen Ursprung darin, dass die Maurer immer pünktlich aufhören? Also ganz ehrlich, das Letztere. Ja, stimmt wirklich. Ja. Weil ab 15 Uhr wird der Hammer fallen gelassen. Der Begriff Schlitzohr. Ja. Kommt daher, dass viele Gesellen, die trugen früher einen Ohrring. Richtig, stimmt. Und der diente auch dazu, um Schulden zu begleichen oder die Beerdigung zu bezahlen. Hat, wurde der rausgerissen. Genau, richtig. Ja. Sehr gut, brauche ich gar nicht weiterzumachen. Ja. Woher kommt der Begriff Frisieren? Aus dem Steuerrecht. Das ist ein Handwerk. Also, von einer Salatsorte, die einen Lockenkopf ähnelt. Aha. Oder aus dem Französischen, was so viel wie frisch anordnen bedeutet, also die Haare neu machen. Boah. Naja, jetzt haben wir ein bisschen schwierig, gell? Also ich persönlich würde tatsächlich sagen, das Erste. Ja, von der Salatsorte. Ja. Es gibt den Frisiersalat. Ja, ja, ja. Habe ich schon mal gegessen. Ja. Hatte ich Haare im Mund. Ja, ich weiß nicht, woher. Woher kommt der Begriff, das zieht sich durch wie der rote Faden? Mhm. Aus der Marine. In die Taue hatte man einen roten Faden gewickelt, damit man wusste, wer der Eigentümer ist. Mhm. Oder, das ist ein Zeichen praktisch von Dachdeckern, weil die ganzen Dächer damals rot, also die Ziegel, weil die Ziegel ja rote Farbe hatten, kommt dieser Begriff aus diesem Dachdeckerhandwerk. Also was mich bei dem roten Faden bei der Marine stört, ist, wieso soll ich an einem roten Faden den Eigentümer erkennen? Mhm. Weil
Es ist das natürlich. Ja, natürlich ist natürlich. Es das. Ja. Aber wo waren die unterschiedlich? Wenn jeder einen roten Faden benutzt, kann doch jeder sagen, das ist meins. Ja, aber das war die britische Marine, hat ja, das ja, nur. Also ja, man ja. konnte erkennen, dass also es... Also eine bestimmte Marine. Ja, ja. Gut. So, das war's. Ja. Aber sehr gut, Herr Bergmann. Gut, dafür, dass du wenig Ahnung hast von Handwerk. Das waren aber auch einfache Fragen. Ja, außerdem bin ich ein absolutes Genie im Allgemeinwissen. Naja. Das haben wir ja schon hier öfters festgestellt. Ja, ja, bis gut. auf einige sehr spezielle Fragen. Hast du noch irgendwelche Sachen von dir? Schweden ist ja jetzt in der NATO drin. Und ja. Aber ich habe mal nachgeguckt, zufällig. Weißt du, wie, also normalerweise gibt es ja in Niederlanden, gibt es ja Very High Readiness Joint Task Force bei der NATO. Also diese schnelle Eingreiftruppe. Ja. Und weißt du, wie die, ich wollte es nur mal so erwähnen, wie die auf Niederländisch heißt? Die schnelle Eingreiftruppe? Ja, Very High Readiness Joint Task Force. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Super schnelle Flitzmacht. Ja, nein, echt? Doch, das fand ich witzig. Ach Gott. Das fand ich witzig. Das klingt ja auch so also, ein bisschen verniedlichend, oder? Finde ich auch. Also ich finde, da finde ich also weder dieses Royal Highness Taskforce, ja, ja. viel zu super lang. Super schnelle Flitzmacht. Super schneller. Da finde ich diese super schnelle Flitzmacht. Das finde ich halt das, irgendwie das, was. Das klingt so wie so ein FKK-Lauf. Wenn ich mir das vorstelle, die Russen kommen. So. Dann habe ich etwas, was mich persönlich betrifft. Und zwar, wer, also einmal für dich wichtig. Müsli essen macht schön. Müsli essen macht schön. Ja, echt? Große Überschrift habe ich gelesen. Und zwar, wer gesünder frühstückt, sehe kurzfristig. Kurzfristig? Auch, wie auch, denn? Das fand ich auch interessant. Sehe kurzfristig attraktiver aus als andere. Das heißt, ich könnte zwar Müsli essen. Ja. Kurzfristig mag ich attraktiver aussehen, bis man genauer hinguckt. Ja, genau. Oder du kannst doch den ganzen Tag Müsli essen, siehst du eigentlich immer, das siehst du lange kurzfristig gut aus. Das haben natürlich wieder Forscher herausgefunden, diesmal aus Frankreich, und da habe ich mich auch gefragt, also diese Bewertung kurzfristig, ja. das macht mir die Sache doch sehr, ja. Da würde ich doch kein Müsli essen, wenn ja. ich sage, weil, ja, wie lang ist kurzfristig? Ja, genau. Nur den Moment, wo ich esse oder so? Das fand ich also nicht ganz interessant. 42% der Deutschen blicken optimistisch in die Zukunft. Was sind da für 42%, die optimistisch in die Zukunft ja. blicken? Aber weißt du, wer das erstellt hat? Das war ein Versicherungskonzern. Naja. Der hat diese Umfrage erstellt. Jetzt muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, eine Versicherung, da gehen doch nur Kunden hin, die die Zukunft schwarz sehen. Ja, ne? normalerweise. Ist doch so. Ja. Ich gehe doch nur zur Versicherung und sage, ich muss mein Leben versichern, weil ich denke, es könnte sterben. Ja, und es passiert die was. Die kommen für 42% bei einer Versicherung dazu, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Ja, wenn ich optimistisch in die Zukunft gucke, gehe ich nicht in der Versicherung. Ja. Ich habe das auch nur deshalb erwähnt, weil die Weltuntergangsuhr, das kennst du ja, das ist diese Uhr, die ich immer am Armgelenk trage, die ist jetzt Anfang des Jahres 2024 nochmal vorgestellt worden. Wir Ach, die sind haben jetzt, das letzte Mal noch gar nicht vorgestellt. Die hatten sie letztes Mal. Nee, letztes Mal hat sie geruht. Ja. Und diesmal haben sie 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Das sind jetzt also laut dieser Untergangsuhr, sind wir so kurz vor, also 90 Sekunden hätten wir dann noch, jedenfalls von denen. Ja, und war, weißt du warum? Warum? Wegen der Gefahr durch KI. Ehrlich, ja. ist die Begründung gewesen. So, und es gibt zwei Dinge, das habe ich in meiner Jugend schon gelernt, die sind unumstößlich. Der Tod und die Steuer. Ne? Der Tod und die Steuer und beide, also Millionäre betrügen beides. Die Steuer sowieso und jetzt auch den Tod. Nein. Weil, doch, da sind wir nämlich wieder bei diesem 42% oder sowas. Optimistisch. Bei den 58%, die nicht optimistisch sind. Denn der Verkauf von Luxusbunkern bei Millionären boomt. Absolut. Momentan kaufen die überall in allen Ecken. Mark Zuckerberg kennst du ja, das ist dieser mit den, der hat ja so Eisstäbchen als Augen. Ja. Das ist ja so, im Endeffekt ist er ein Eisstäbchen mit Augen, ja. so muss man das fast genau. sagen, ne? ja. in der Richtung. Und der hat sich jetzt auf Hawaii, da baut er gerade im Moment, wo wir hier reden, hat er seinen Bond-Bösewicht versteckt, so muss man es ja fast sagen, ja. baut er da im Moment auf, ne? für 100 Millionen Dollar, ne? für sich und seine Familie, damit sie dann die Apokalypse bewundern können, so aus dem großen Fenster heraus. Nein, und ich finde ganz ehrlich, wenn ich die Reichen unter die Erde bringen will, ja. sehe ich an andere Möglichkeiten, die man da legen muss. Hier andere Bunker, die ich jetzt gesehen habe, die haben einen Graben und bei dem, es gibt ja Firmen, die diese Bunker dann auch herstellen und die bieten das unter anderem, dass man in diesen Graben, der da drumherum ist, da könnte man brennbare Flüssigkeit reinfüllen. Nein.
Also praktisch so abschotten und so weiter. Ring, ring, ring of fire. Ja. Ehrlich, das heißt, die haben ja nicht nur Angst um ihr Leben, sondern haben auch Angst um uns. Dass wir kommen und sagen, bitte, wir haben klopf, klopf, klopf. Entschuldige, Herr Bergmann, die haben nicht Angst um uns, sondern nein, vor uns. Ja, vor uns, ja. Vor uns. Entschuldigung, also, ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Vor uns. Ja. Ja, wir wollen realistisch bleiben, ja. Hier bei diesem Podcast. Um uns, bitte. Aber keine Angst. Die Firma hat in dem Prospekt, wo sie das anbieten, nicht nur vom Feuer geredet. Sie haben auch gesagt, man könnte da natürlich auch Wasser reinlaufen lassen. Da kann man so ein bisschen Jetski-Fun mit der Familie haben, wenn die Katastrophe vorbei ist. Ja, ja, natürlich. Also ehrlich, sowas, ne? Dann Sieke hat ja jetzt vor kurzem auch, wie Deutschland überhaupt, International Frauentag gefeiert mit Musik und Tanz, richtig ja. Happy. Alle waren so glücklich, alle waren so froh. Warst du da? Nein. Nein, warst du natürlich nicht, nicht wahr? Und da habe ich mir gesagt, ich möchte auch für die Frauen. Wir sind ja eigentlich eine sehr feministische Sendung. Ja, ja, es wird gefährlich. Zwei Männer reden. Ja. Und ich möchte die Frau retten. Ich möchte die Frau vor sich selbst und vor anderen Frauen retten. Ich möchte die blonde Frau retten. Und zwar möchte ich das begründen. Und zwar erstmal als Glückwunsch von mir zunächst erstmal an Dunja Halali. Entschuldigung, falsch. Apamee Steinauer, so hieß sie ja. Das ist nämlich Deutschlands Miss Germany 2024. Die ist gewählt worden. Sie wurde gewählt, nicht weil sie jung und schön ist, sondern weil sie als Sechsjährige mit ihren Eltern aus dem Iran nach Deutschland kam. Also die Frau setzt sich für Migration ein, für fremde Kulturen, steht in ihrer Vita, ist eine politische Miss Germany. Was ist natürlich die Konsequenz? Im Netz totale Chaos. Herr, wie kann dann so jemand Deutschland hier Miss Germany werden? Ach so, die muss blond und... Natürlich. Das sagt das Netz? Naja, und ich, du weißt, ich bin ein alter, weißer, deutscher Mann. Ja. Nicht wahr? Jedenfalls Mann, ja doch. Und damals, in meiner Jugend, das sind diese Sätze, die immer so gut. Ja, ja. Damals, in meiner Jugend, da gab's das alles in der guten alten Zeit, nein. Da ging es bei Miss Germany-Wahlen noch ums Aussehen, ums Äußerliche, ja. Um Badeanzug, Bikini und vielleicht noch um den Weltfrieden. Das war immer der erste Satz. Wofür würdest du dich einsetzen? Weltfrieden. Ja, okay. Das war doch fast immer der Satz. Ne? Am Ende trug dann die Siegerin so eine Schärpe in Schwarz-Rot-Gold. Ja. Ne? Da stand dann drauf Miss Germany, vielleicht noch der Jahrgang. Sie war jung, sie war hübsch, sie war blond. Ja, und das hat sich wie alles im Leben nun mal verändert. Das ist nicht mehr so. Heute müssen die ein bisschen mehr bieten dahin. Positiv übrigens ist, dass die Gewinnerin von 2005 und von 2024 dasselbe Geburtsjahr haben. Also auch die älteren Frauen sind jetzt endlich mal anerkannt worden. Wobei, ja? Jede ältere Frau war mal jung. Ja, natürlich, aber dass jetzt bei einer Miss Germany-Wahl auch mal eine Frau kommt, die, aber immerhin, das hat eine Feministin, Frau Mignon oder so ähnlich, hat das erstritten. Und ich habe ja schon immer gesagt, wirklich, Frauen haben kein Verfallsdatum für Schönheit. Das geht jetzt über den Äther hoffentlich. Ja. Das wird jetzt, ich also, glaube, ich schneide das raus. Viele stört es jetzt, dass eine aus Iran eingebürgerte Frau gewonnen hat. Aber ich bin der Meinung, Haltung ist eben wichtiger als Haltung haben. Aha, guck an. Na, hast du lange dafür überlegt, Herr Bergmann. Habe ich stundenlang an dem Satz gearbeitet. Hast du noch andere Bonbons oder können wir jetzt hier schließen? Aber jedes Wort, was ich sage, ist ein weises Wort. Naja, okay. Mit diesen weisen Worten eines weisen Menschen verabschieden wir uns heute. Ja, ich werde jetzt erstmal meine ganzen Werkzeuge sortieren. Wo ist mein Hammer? Bis in zwei Wochen. Ja, bis dahin bleiben Sie gesund, bleiben Sie munter und wir hören uns auf allen möglichen Sendefrequenzen dieses Podcasts wieder. Tschüss.